Der Winter ist da, die Heizung ist an und verbraucht damit wertvolle Energie. Energie, die eigentlich eingespart werden soll. Dass Duisburgerinnen und Duisburger aber nicht frieren, hat sich jetzt die Stadt zusammen mit vielen Partnern zur Aufgabe gemacht. Eine Kampagne mit Spartipps rund um das Thema Energie. Ja, ich finde es enorm wichtig, dass wir die Duisburgerinnen und Duisburger informieren, wie man auf der einen Seite Strom sparen kann und auf der anderen Seite eben auch sicher durch den Winter kommen kann. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt schon viele haben, die diese Kampagne eben auch verbreiten, dass wir die heute eben auch der Öffentlichkeit vorstellen können. Und ich hoffe, dass viele auf die Kampagne aufmerksam werden und es eben auch über ihre Netzwerke, über ihre Kanäle entsprechend verbreiten werden. Einer der Kanäle ist der Feuerwehr. Leiter Oliver Tittmann weiß nämlich, dass so manche Sparmethode in einer Katastrophe enden kann. Zum Beispiel beim Heizen. Stichwort Abluft. Jeder, der von Ihnen eine Gasheizung hat, wird im Keller ein Schild am Fenster haben. Das Fenster muss immer aufbleiben oder einen Abzug, einen Ventilator. Und wenn Sie jetzt eine Gasheizung in die Wohnung stellen, zum Beispiel einen Gasstrahler oder eine Campinggasheizung, einen Grill und am schlimmsten noch so einen Holzkohlegrill, dann umgehen Sie sämtliche Sicherheitsvorschriften und diese Dinger produzieren so viel Kohlenmonoxid, dass dann eine wirklich giftige Atmosphäre entstehen kann. Die atmen ein, sie schlafen ein und wachen nie wieder auf. Damit das nicht passiert, gibt es im Internet ab sofort alle Infos zu den Do's und Don'ts beim Energiesparen, damit Duisburg effektiv und sicher durch den Winter kommt. Von einigen beliebten Trends sollte nämlich lieber die Finger gelassen werden. Andere Maßnahmen bringen dagegen viel mehr. Insbesondere beim Thema Heizen kann man enorm viel sparen. Also man muss nicht sozusagen jeden Raum auf einer Wohlfühltemperatur haben, sondern man kann eben auch verschiedene Räume in verschiedenen Temperaturen haben. 1 Grad zu sparen bringt eben auch schon eine Menge. Das Thema, wie man lüftet, ist extrem wichtig. Dann das Thema eben auch die Heizung mal kontrollieren zu lassen, das heißt, um zu gucken, ob die richtig eingestellt ist, das ist wichtig. Also ganz viele Tipps und Maßnahmen, die wirklich wenig kosten und viel bringen. Und das Schöne ist, wenn wirklich viele Duisburger und Duisburger sich daran halten, ist der einzelne Energiesparbeitrag verhältnismäßig gering, aber in Summe wird das eine ganze Menge ausmachen. Duisburg soll dadurch gerüstet sein, das versichert auch Andreas Eiting. Denn laut dem Geschäftsführer von Netze Duisburg sind die Gasspeicher zum Glück noch voll. Die Lage ist zwar angespannt, aber sie ist stabil und unter Kontrolle. Und wir möchten na klar mit den Maßnahmen dafür sorgen, dass es so bleibt, dass wir auch nach dem Winter noch genug Reserven haben für den nächsten und da möglichst fit wieder in die nächste Heizperiode gehen und die hier sauber und stabil durchleben. Das erhoffen sich alle Partner der Kampagne. Mit Hashtag Spardu soll der Winter trotz Energiekrise nicht kalt und auch die Geldbeutel nicht leer werden, gerade zur Weihnachtszeit.